Servus Leute und willkommen zurück beim Bausimulator 2015. Ja, wir haben jetzt noch irgendetwas zum Ausbaggern und da haben wir uns im letzten Part ja noch den schönen Liebherr 936 angeschafft. In den steigen wir mal ein. Das erste, was wir aber machen, weil unser Helfer ja nichts mehr zu tun hat, schauen wir uns die Ausschreibungen an. Was bekommt der zu tun? Das sollen, boah, 415.000. Der soll. Ist wurscht, der soll Geld verdienen. Und deswegen würde ich sagen, nettes 400, das hätte ich gerne machen vielleicht. Der macht mal das hier, Auftrag annehmen. So, schade, dass ich dem nicht gleich sagen kann, einfach, ja, bitte du mir alles. Aufträge, meine Aufträge, modernes Mehrfamilienhaus. Kann ich da jetzt sagen, irgendwie? Nein. Na dann, mach einmal. Ist in Ordnung. So, wir gehen jetzt ab zur Baustelle Nummer 1, müsste das sein. Hoffe ich, dass die, ja, das ist die richtige, perfekt. Da müssen wir noch irgendwas ausbaggern. So, wir gehen einmal in die Innenansicht und bewegen uns einmal zu der Baugrube. Schade, dass ich das Zeug nicht wegfahren muss, weil jetzt fahre ich eigentlich daneben hin und jo, das war's dann. Was? Ist der Helfer schon fertig? Na, aber gleich. Das ist wirklich nur 33 Sekunden, es ist gestanden, irgendwas mit, ich habe es nur kurzzeitig gelesen. 33 Sekunden, ich habe mir da gedacht, ups, das geht ja. So, ich will relativ knapp gleich. So, dass es sich schön ausgeht. Weiß nicht, ob es sich. So, den Helfer müssen wir gleich auf den nächsten Auftrag. Boah, das geht ja rucki zucki. So, dann. So, 60, das dauert 16 Minuten. Das ist jetzt einmal eine Aufgabe, die ein bisschen länger dauert. Ich hoffe nicht, dass es die ist. Ja, die ist es nicht. So, und wir schalten um in den Bagger-Modus. Komme ich vor? Na. Deswegen werden wir noch einmal umschalten, ein Stück nach vorne fahren. Und jetzt sollte es aber gehen. Ups. Verkehrt herum. So. Und wie tief muss ich? Das ist das Blöde, das sieht man bei dem Spiel hier jetzt nicht. Na, heb dich auf. So, entleeren. Aber mit dem Großen, ich muss ehrlich sagen, da geht einiges voran. Habe ich jetzt auf die Euro-Steuerung gewechselt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Weil irgendwie kommt es mir so. Wenn das da das einzige ist, jetzt wo die Euro-Steuerung ist, habe ich mich jetzt schon so gewöhnt gehabt. So. Anheben. Nur beim Bagger die Euro-Steuerung, so kommt man das vor, glaube ich. Boah, fallen da die FPS, wenn man da die das raushebt. Und ich würde sagen, das Blöde ist, ich weiß nicht wie tief. Und ich weiß auch nicht für was wir das baggern. Deswegen ist es halt ein bisschen schwer. So, wir könnten mal schauen, ob das in der Ausschreibung drinnen steht. So, wir machen gerade das mit Flachdach. Barge den markierten Bereich. 38% fertig. Weil wenn ich wüsste, dass das, wie tief ich gehöre, dann wäre es ein bisschen einfacher. So. Ich mache ihnen da jetzt so einen schönen Erdhaufen. Oder für was das gehört, ob das für eine Wasserzisterne ist oder ob das für, keine Ahnung, für was man das noch benutzen kann. Ups, so gut, so weit. Yep. Willst du noch weiter baggern? Nein, wir wollen nicht weiter baggern. Deswegen fahren wir den ganzen Bagger hier aus, raus. Aber zuerst hauen wir noch die Erde daher, weil die könnte vielleicht wieder brauchen. Schaut, dass da nicht erklärt ist, für was wir, ja, das ausbaggern. Weil ein bisschen Grund wäre schon cool zu wissen. Aber wir können den Bagger natürlich jetzt gleich zum Firmengelände in die Stadt bringen. Weil den werden wir nicht mehr brauchen dort. Und die Baustelle ist abgeschlossen.
Bam, Flachdach, 6000, 127.000, 5000 Erfahrungspunkte. So, wie geht's weiter? Wir wollten jetzt den Wahnsinnsauftrag, nämlich die 400 Doppelhaushälfte. Wir müssen baggern, wir müssen irgendwas transportieren, wir müssen, keine Ahnung, wir müssen was pumpen, wir müssen, ja, extrem viel. 14 Aufträge, 14 Teilaufträge, an die werden wir sich jetzt mal ranwagen. Dann würde ich sagen, den nehmen wir an. Der Helfer hat jetzt noch zu tun, weil der hat ja 16 Minuten diesmal. So, das erste ist einmal baggere den markierten Bereich frei. Ah, da steht unser Kran. Cool. So, bagger den markierten, bringe 10 Kubikmeter Erde zum Kiesberg. Aha, okay, warte mal, da müssen wir aber. Ich überlege jetzt gerade, wie viel Geld haben. Das sollten wir uns fast der Muldenkippe jetzt kaufen. So, wir wollen zur Baustelle 2, müsste das sein. Boah, 1000. Schauen wir sich einmal an, ob wir da irgendwas was zum Baggern haben. Nicht, dass wir bei der falschen sind. Ja, da ist was zum Baggern. 10 Kubik. Wow, 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 wow. Aber da ist es ordentlich ein Loch. Muss ich da die komplette Doppelhaushälfte ausbaggern? Das sollte ich. Warte mal, wo fangen wir denn am besten dann an? Ich würde sagen, lange Seite und dann immer zurückziehen. Nach vorarbeiten. So. Positionieren wir uns mal hin. Und ich glaube, wir werden uns dann noch eine Anschaffung machen. Weil sonst wird es ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob man es so sinnvoll. So, ich würde jetzt sagen, wir hüpfen jetzt kurz mal zu unserem kleinen Pritschenwagen, weil der steht jetzt noch schön. Das ist blöd, dass der Sound angeht, weil man schon aussteigt wieder. Aber ist so. Wir können uns nämlich vielleicht 298.000 sollten sich ausgehen, aber auf jeden Fall, dass wir uns. Ja. Die Mulde anschauen, halt nicht so eine normale Mulde, sondern so ein Muldenkipper. Kleiner Muldenkipper, Muldenkipper. 125 gibt es großen Muldenkipper. Mobilkran, na, großer Bagger. Gradlader, Tieflader, Anhänger. Na, gibt es nicht. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns gleich den großen Muldenkipper. Der kostet im Endeffekt nur 125.000. Das ist im Endeffekt ein Geschenk. Und das ist so einer, der da drüben steht. Ich hoffe, dass da 10 Kubikmeter Erde reinpassen. Und ab mit dir zur Baustelle 2. 58. So, und die stellen wir jetzt am besten gleich nebenbei hin. Sowieso habe ich jetzt keinen Sound. Ja, das sind die Soundbugs, die bekannten. Wenn man zu schnell ein- und aussteigt. Ja, jetzt habe ich. Motorsound fehlt nur. So, ich glaube, ein bisschen Abstand wäre vielleicht. Ich stehe ja ein bisschen weg. Ich glaube, das schaut nicht einmal so verkehrt aus. Und dann würde ich sagen, springen wir rein. Schalten in den Arbeitsmodus. Falsch gemacht. So. Ah, da muss ich ja machen. So, schauen wir mal, dass ich jetzt nicht zu weit aushebe. Zack. Ich hoffe, ich fülle den da, weil ich muss 10 Kubik. Ups, nicht hinmachen, nicht hinmachen. Ich muss ja 10 Kubikmeter Erde auch noch zum Kieswerk bringen. Okay, das will er nicht. Jetzt will er auf einmal. Na. Okay. Ich gehe da ziemlich tief hinein, nämlich schon. Ich hoffe, das fühle ich hinein auch. Und nicht nur irgendwo daneben. Zack. 100% perfekt. Ich hoffe, das steht auch dann, wenn der voll ist. Oder irgendwas kommt, oder ich sehe oben die Erde. Ups. Gleich relativ nebenan baggern.
Na, aber wir haben schon langsam heraus, das Baggern, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir ganz gut. So, ein bisschen mit der Steuerung hake ich noch ab und zu herum. Nein, 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 vor natürlich. Nein, nein, nein. So, ein bisschen her. Die eine Steuerung geht, die anderen sind alle klar, nur die eine finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass die jetzt in die andere Richtung auf einmal ist. Vorher war es halt vorher, weil irgendwie kommt man, wenn, dann sollten alle verkehrt rum, halt verkehrt rum. Es sind im Endeffekt nicht verkehrt rum, sie sind wie in echt, glaube ich halt. So, ein bisschen nach runter. Das gerade schön machen. So. Weil ich glaube, wie viel 4 Kubik ist circa draufgegangen auf die Pritsche? Halt müsste in dem Muldenkipper ja schon einiges reinpassen. Ja, wir müssen uns eh noch einmal umsetzen. Ja. Er ist gerade so irgendwie voll geworden noch. Zack. Aber jetzt sollte nachher irgendwann einmal ein bisschen Erde zu sehen sein. Na. Jetzt wieder runter. Füll mal wieder vorne an. Ich schaue jetzt aber mal in den Pritschenwagen hinein. Ja, es ist was drinnen. 56%, okay. Es ist halt die Frage, wie viel Tonnen das sind, weil Prozent können wir halt nicht wirklich abschätzen. Weil ich dann sagen, wir machen mal einen voll. Also ich würde mal sagen, wir fahren aber zuerst noch einmal ein Stück zurück. Sich mal ein bisschen leichter tun. So. Nein, 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 nicht drehen. Okay, ich tue mir jetzt wieder die andere Steuerung. Ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt die probieren, die Standard, was sie eingestellt haben. Dann ist... Wieso ist denn runter? Okay, probieren wir es mal so. Keine Ahnung, ob das jetzt besser ist. Es ist logisch, schon jetzt vom Gamepad her. Auf jeden Fall. Weil dann ist rauf, rauf, runter, runter. Das ist zwar ein bisschen komisch jetzt vom... Er invertiert nämlich nur die eine Achse und das kommt mir so komisch nachher vor. Und ich glaube, so komme ich fast besser klar, wenn ich dann richtig habe. So, dann der Kante gleich noch einmal. 80% Schaufeln kriege ich dann gerade nur zusammen. Leider. So, jetzt sieht man schon die Erde, ein bisschen. So, schauen wir mal, dass man da relativ knapp. Der wird nicht gleich reinfliegen, hoffe ich. Ah, man baggert da ziemlich, ja, hässlich. So, und ich schätze, dass das bald... Wir fahren ein Stück zurück. Ich schätze, dass der bald einmal sagt, ja, sie haben genug gebaggert. Das geht sich aber aus, 100% Schaufel. Ja, perfekt. So, jetzt schauen wir mal, wie viel da drinnen ist, weil wenn da 100% drinnen sind, 98, ja, ich würde sagen, wir fahren einmal. Oder so, ich hau die 2%, ich hau noch eine Schaufel drauf und wir fahren dann im nächsten Bad rüber zum Kiesberg. Was das Kiesberg sagt, ob das ausreichend ist oder nicht. Machen wir halt so eine halbe Schaufel drauf. Nein, nein, ich hau gar keine Schaufel drauf, wenn das so weiterläuft. So. Nein, ich will eigentlich so.
Das habe ich jetzt noch draufgeladen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir nachher die 100% abladen fahren, nämlich zum Kiesberg, so wie es gewünscht ist. Und ihr seht, wir haben noch nicht viel ausgebaggert. Es ist noch ein kleines Eck. Und wenn man da oben auf den Balken schaut, halt, wir haben gerade mal so, ja, gerade mal 10% vielleicht. Und das Ganze geht dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen schneller vorankommen, weil das ist ein ganz schönes Loch, was wir zu baggern haben. Aber die Doppelhaushälfte bringt auch 400.000. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.